Servus Leute, mein Name ist Paul Unterleitner und willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Aus dem Gym direkt mit Johnny Boy und Goat. Heute steht ein geiles Video an. Wir trainieren Brustrücken, Back to the Roots. Damals auch unser erstes gemeinsames Training. Wird ja, ziemlich Mann. Ähnlich ausschauen, das heißt, es wird geil sein. Johnny hatte da, glaube ich, fast 10 Kilo mehr. Ja, und ich, mein Gesicht war angeschwollen. Mein Gesicht war angeschwollen wie keine Ahnung, ja, genau. Was alles war. Dafür krank. War auf jeden Fall saustark. Mal schauen, ob er heute ähnliche Leistungen bringt. Ich wünsche euch natürlich viel Spaß beim Video. So Leute, Goat, Johnny, mach schon mal das Boosterchen auf. Paul, soll ich dich füttern? Ja, wäre gut. Gib hinter. Achtung, ja. Ja, Mann. Okay. Der hat gut aufgeschäumt. Aber ich denke, einer reicht mit Monster Energy noch. Sauber. Hau rein! Schön. Jetzt kann es auch nur noch ein gutes Training werden. Wenn ihr Booster abchecken wollt, gerne den Link in der Beschreibung dazu nutzen, um mich zu supporten. Gerade noch kurz eine Griffkraft-Challenge gemacht. Und hier mal der linke Arm zum Vergleich. Und hier der rechte. Auch wenn er nicht mehr ganz dazu ist, aber die Adern sind deutlich stärker zu sehen. Weil wir einfach mal ewig eine Hantel halten müssen. Video gibt es dann bei Johnny. Jetzt heißt es aber erstmal pumpen. Benny macht heute noch seinen Maximalversuch. Aber Johnny und ich legen jetzt dann mit Brust, Rücken los. Okay Leute, wir haben uns jetzt schon ewig mit anderen Dingen beschäftigt. Dafür, Alter, die Arme sind massiv, das Licht hier ist richtig geil. Aber jetzt wird langsam Zeit. Winkel, oder? Bruder, was ist mit Fokus los jetzt? Oder? Es wird langsam Zeit, dass wir ready werden. Johnny hat zwei Ellbogenbandagen mit. Ich dachte mir, ich teste auch einfach mal aus. Drück. Ja. Schön. Wir fühlen uns heute wird ein richtig Pumpertraining, Leute. Schön oldschool. Okay, passt. Ist gut? Wird jetzt schon geiler, ne? Aber kann oder, man oder weiter runter. Nee. Ich mach ja, ein bisschen weiter runter. Ein bisschen. Ja. So. Okay. Ich habe nämlich neu. Alter, das Blut wird jetzt schon abgesperrt. Ne? Ja, Mann, aber es wird gleich. Bitte auch helfen? Ja, ein bisschen. Aber mir ist auch das. Wie gesagt, meine sind jetzt nur zum Pumpen da, damit der Ellbogen nochmal geschützt ist. Ja. Wir machen nämlich heute ein fettes Brustrückentraining. Ich nehme ein bisschen mit. Wir werden austesten, was hier so geht. Ich muss sagen, der Booster ist schon seit 2 Stunden intus. Also ich habe eigentlich schon wieder eine Down-Phase. Mal schauen, ob ich mich jetzt nochmal gut motivieren kann. Wir werden beide Fettmusik reinballern. Ja. Johnny gönnt sich ein bisschen Metal oder was auch immer. Ja, genau. Bei mir geht es ein bisschen Deutschrap oder Rap. Aber erstmal aufwärmen. Ist der Griff gut? Ich fand den anderen Griff vielleicht besser, oder? Also ich muss sagen, mein Bizeps ist zu. Junge, das sperrt mir das Blut auf des Todes. Aber ich fühle mich heute gut. Ja. Also, das Aufwärmen hat sich richtig gut angefühlt. Es wird ein bisschen Musik reingeballt, Full Stack beim Latzug ist drauf. Johnny ist hoffentlich auch fit. Ja, mal gucken, schauen, was heute geht. Mal gucken, wie es mit dem Arm hier geht. Ja. Ballern wir ein bisschen ASAP Furgran und dann geht's los, Mann. So, Mann, Paul. Alter! Leck mich am Arsch. Ich hab statt... Warte, es war hier 64 geplant. Scheiße, ich dachte, ich habe einen Rap mehr gemacht als sonst. Aber 6 Raps war noch nie in meinem Leben so easy. Ich gehe auf 125, Mann. And this what he said, you gotta get paid. Do what you gotta do, get to the bag. Stay at your 9-to-5, get on the avenue. You ain't cut out for them bags. Yeah, you are not good enough. You are the type of guy people they shouldn't love. Anyone knowing you know that you phony. You never cut out for this, you should just give it up. Yeah, but that's how they want me to feel. I am the man of the steel, king of the hill, man of the year. Ja. Interesting. Gleich weiter zu Latzug. Komm mal.
for me. I'm going for mine. You put it on mine. I gotta go and it's not go. I'm dying a legend, it's just so you know. Yeah, I'ma go get it. We just keep pushing the limit. I am like all the way with it, all the way living. Y'all are just bearing a witness. You can keep staring out windows and watch how I do it. They trying, they taking their pictures. Yeah, homie, that's all the way real. Work, but I feel like a meal. This is the deal. Dollars ain't matching the skill. I am the king of the hill. Name of the year. Sauber. Weiter geht's. For the haters, he's going to work in hands now. Aber, Leute, das ist der ultimative Beweis. Auch 2 Stunden, nachdem man den Booster genommen hat. Es wirkt. Brust ist auch richtig geil voll. Das läuft. Oh. Scheiße. Weißt du, wie ich meine? Das war krank, ey. So trainierst du es halt. Mega. Oh, der Pump ist auf jeden Fall da. Okay, Freunde, wir sehen, wir sind schon mitten am Tun. Wir sind beide schon echt K.O. Gestern Abend Drücken gemacht, Strict Curl und Griffkraft-Challenge. Also, war gestern oder gestern? War vorgestern, ja. Also Ellbogen, Kehle und Ellbogen sind gut im Sack. Also deshalb, links tut bei mir alles weh. Also ich überlege mir gerade das Training ohne Spaß abzubrechen, ohne Spaß. Tut komplett weh. Beim Posing war alles okay jetzt wieder, weil ich kurz Pause gemacht habe. Ich glaube, jeder Satz, den ich jetzt drauf haue, der zerfickt mich komplett. Ja, kann gut sein. Auf jeden Fall, warum ich diese Übung mache, ich mache den Sitz ganz weit runter. Den Brustpolster auch eigentlich so weit wie möglich, damit natürlich schöner Stretch rausgenommen wird, weil ich habe relativ lange Arme. Und hier kann ich zum Glück relativ gut stretchen, weil es einfach die Maschine vom Winkel und von der Einstellung hergibt. Ich greife im Obergriff, versuche die Ellbogen neben den Körper an mich ranzuziehen, schön für den mittleren Rücken. Das ist das Ziel, dass der verbessert wird, nächstes Mal auf der Bühne geil aussieht. Und dann hoffentlich der Weltmeistertitel rangeholt wird. Du, mein Schatz, also. Ich glaube, ich mache jetzt nur noch die Hälfte vom Gewicht dabei, dafür 20 Wiederholungen mit zugeben, weil das tut alles sehr gut. Ja. Also wenn ihr Schmerzen habt, Leute, steckt lieber einen Gang zurück, nicht, dass euch das langfristig auf jeden Fall behindert. Und die Brustmaschine habe ich letztens auch schon mit Benny gemacht. Feeling ist einfach nur crazy geil bei mir. Also die kann ich machen, aber das da mache ich nicht, weil ich glaube, alles, was ich im Bizeps gemacht, tut mir weh. Okay, ich werde auf jeden Fall gleich hinterherballern. Wir haben übrigens vorher bei Schrägmanndrücken 4 Sätze gemacht, genauso wie bei Latzin. Ich werde hier auch mal 4 Sätze machen. Wir werden es wahrscheinlich bei 2 Übungen Brust belassen, das heißt 4 Sätze Schrägmanndrücken, 4 Sätze hier, 4 Sätze von dem und dann mache ich noch 4 Sätze T-Baron. Das heißt 12 Sätze pro Training ist mindestens das Ziel. Normalerweise mache ich sogar 14, 3x4. Also 4 Übungen, jeweils 3 Sätze. Aber heute stecken wir ein bisschen zurück. Machen wir auf jeden Fall 3 Übungen. Vielleicht werde ich noch eine 4. ansetzen. Mal schauen. Je nachdem, wie ich mich fühle, wie ich Bock habe, wie wir natürlich auch Zeit haben. Chasing paper, raise it very high, or you're just getting by.
Life's monotony, I don't know how to stop it. All I got is fluff at the bottom of my pocket. For time, I'm rocking the same jeans. Broken, same old London, stuck with the same scene. Same dreams, same anger, same screams. Different people find different ways to make the same cream. Roadman shot green, politicians plot schemes. Means to the same ends, it ain't what it seems. Work through the day, work till the night. It's hurting to say, sometimes I lose my purpose in life. To find the words and I write my poems, I flip the scripture. Cause I'm an artist trying to see the bigger picture. The rat race to me, all of it's crap. Only going straight for the cheddar, you get caught in a trap. It's a cold world, everybody wears ice. Satan buys souls, sold at sale price. M-O-N-E-Y, make it take a Alter. Crazy. Ich muss dich was gar nicht mehr anspannen. Meine gar nicht, Alter. Boah. Rücken auch. Also das wird ein schönes Paket auf der Bühne, Freunde. Ich freue mich jetzt schon. Ich geh mal kurz, ich geh mal kurz in die Ecke und ich geh mal kurz furzen. Jetzt werden die harten Geschütze aufgefahren. Zughilfen, 80 Kilo auf der T-Bar Row. Mit Brust abgelegt, das heißt, es ist nichts mit Schwingen. Ich versuche so sauber wie möglich. Das Ding ist, bei mir ist der Brustpolster eigentlich zu weit unten. Das heißt, es ist normalerweise für mich eine Latübung, aber jetzt eher so Trapez bis mittlere Rückenübung ist eigentlich eh optimal für mich, nachdem ich den mittleren Rücken sowieso Vordermann bringen will. Da mache ich auch nochmal 5 Sätze, damit danach keine Übung mehr ballern muss, wir schneller durch sind. Und das Muskelgefühl ist sowieso krank. Also Zughilfen drum, Johnny macht auch nochmal mit. Auf geht's, du keine Sau. Beim Rudern ist er immer dabei. Also ich weiß nicht, wie es ausgeht, aber mir macht das Training bis jetzt mega Spaß. Also falls ihr es auch feiert, die Kombination ist sowieso mega geil. Wird bald definitiv öfter passieren. Öfter Hardcore-Workouts, gebt dem Video schon mal ein Like. Das gibt's nicht oft auf YouTube. Oh yeah. Zwei junge Burm, die Vollgas geben, sich im Gym komplett zerstören und geil aussehen. Drei. Okay, hast du das? Ja. Oh, go. Oh. Not anything anyone saying is up on my inside is broken. We're holding our son and he's fighting to breathe on the inside, he's choking. He's turning his head from the left to the right and it's hard as a beat. He came out at 17 weeks, developed with beautiful feet. I was looking at you lying there in my arms, like, could you be a problem? The doctor said you had no hope way before you popped, I can he solve it? My emotions were being toured with, I was spinning around, I'm no fidget. I'm no midget, my faith is high, grabbing my singing, I'm dialing those digits. But my wife been bleeding for months on the verge of dying, she been fighting. I'm praying and crying, the scriptures, but nothing was working, I'm trying. I fought in the hope that I know when the body of Christ is surrounded. I'm falling, they pick me up, I can't do it, I'm on my heart pounding. I'm in love with this boy and he's only been living a couple of hours. Wir sind mehr als aufgepumpt, absolut durch. Waren es 5 Übungen, also deutlich weniger Volumen, als wir normalerweise beide machen. Ich habe also 4 Rückenübungen, 3 Brust, dann nochmal hintere Schulter, dann nochmal Unterrücken und dann nochmal Waden. Also heute haben wir ein bisschen weniger gemacht, dafür ordentlich in den Übungen geballt. Okay. War auf jeden Fall geil, es hat mich gefreut, dass du dabei warst. Ja. Wird sicher wieder öfter gehen, es hat richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuschauen. Gebt dem Video ein Like, schreibt es in den Kommentar, abonniert mich, abonniert den Johnny. Schaut den Link in der Beschreibung an, um mich bei Rocker zu supporten. Und natürlich auch Rocker zu supporten, der geilsten Supplement-Marke auf die Universe. Wisst Bescheid. Wir sind raus, bis zum nächsten Video. Peace out. Okay.